So, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Wir haben angekündigt, hier oben bei den Countdown. Ich finde dieses Tor so wahnsinnig cool. Und wir reden mit Nonak. Nonak? Wie auch immer. Hart habt ihr für uns gearbeitet und viele Dinge, die wir hochschätzen, für uns eingesammelt. Mit Sender werde ich sprechen, um zu hören, was ihr darüber denkt. Wartet hier, mein Freund. Sender. Boop. Sender sagt, dass ihr ehrlich seid. Daher können wir euch auf euch trauen, Lara. Und Force Beauty. Sender kann sich vorstellen, nun Handel mit euch zu betreiben. Sie wird das Geschäft für euch eröffnen. Oh, ein Geschäft, nett. Und jetzt habe ich ja gleich wieder eine neue Rufquest. Gewinne mehr Vertrauen. Ja, gut. Okay, gut. Dann weiß ich, was zu tun habe. Oh wow, was schön. Und auch wieder sehr, sehr schöne Sachen. Der Sattel ist sehr schön. Und auch die. Na, oh, das ist ja voll hübsch. Auch teuer. Also, ich glaube, hier werde ich mir auch einiges zulegen. Weil das ist wirklich sehr hoch, die Preise. Das sieht wirklich gut aus. Also ich denke, hier werde ich mir einiges holen. Ja. Habt ihr auch mal an mich gedacht, was ich jetzt hier machen kann? Ich bin jetzt komplett ratlos. Ich habe nichts mehr zu tun. Wir nehmen den Dino-Teil noch irgendwo. Und ich will die Folge jetzt nicht schon beenden. Das wäre nämlich ein bisschen sehr kurz. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir jetzt hier ein bisschen weiterkommen. Kann ich doch irgendwas. Nee, leider kann ich nichts mehr machen. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn? Okay, gut. Dann greifen wir halt auf unseren Notfallplan zurück. Ich könnte jetzt so. Ach komm, dann machen wir Folgendes. Wir lassen uns erstmal abholen. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt noch ein bisschen um die Berge des Weingutes. Und dann mal gucken. Da muss ich auf jeden Fall weiterhin fleißig Ruf sammeln. Weil zurzeit habe ich eine ganz schöne Questknappheit hier. Ich könnte natürlich immer noch in Javik City gehen, aber darauf habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich Lust. Da. Dann machen wir das jetzt auf jeden Fall erst einmal noch. Oh, der Regenbogen ist gerade. Ach nee, das wird jetzt noch zu knapp. Obwohl, ich hätte noch 10 Minuten. Ach nee, komm. Ich hätte jetzt auch noch 10 Minuten für den Regenbogen, aber ich jetzt dort bin und ich. Ich glaube, ich habe sowieso schon so gut wie alles rausbekommen, was man rausbekommen kann. So vielleicht zwei, drei Sachen. So. Ah nee, komm, die täglichen Quests lassen wir jetzt weg. Und wir machen jetzt mal hier weiter. Warte, ich habe eine Vision. Ja, so soll es sein. Stell dir vor, Lara, du sitzt im Sonnengarten und entspannst dich in einer blumigen Herrlichkeit. Was gibt es Schöneres als das? Ich sag's dir. Ein kleiner Trick mit Plätschern im Wasser. Glücklicherweise haben wir bereits einen Damm. Aber der hat so viele Löcher, dass ich mich nicht traue, Wasser hinein zu lassen. Wenn du Steine findest, werde ich damit abdichten. Wir können nicht irgendwelche Steine herannehmen, sondern wir brauchen eine ganz bestimmte Sorte, weil es sonst schrecklich hässlich aussehen wird, verstehst du? Die perfekten Steine gibt es nur an einem Ort in ganz Jorvik, unterhalb der Klippen am Weinberg. Zum Glück ist es also nicht weit weg, oder? Rein dorthin bei der Reiterin und hol dir die Steine. Dann können wir doch mal fast zum Regenbogen, wenn wir da schon in der Nähe sind. Na komm. Dann sammeln wir noch ein bisschen Gold und gehen da dorthin. Ah, ich mag mein neues Pferdchen. So schön. So, und man guckt manchmal meinen Charakter vielleicht mein T-Shirt oder so anziehen könnte. Aber bei uns ist jetzt halt auch noch ziemlich kalt. Das wird jetzt langsam, denke ich mal, hoffentlich bald wieder wärmer. Ja, mal sehen, wie es sich so entwickelt.
Ja, mal gucken, ob ich dort jetzt überhaupt. Na, noch 8 Minuten halte ich noch Zeit. Na, ein paar Häufchen können wir schon noch einsammeln. Vielleicht so 2, 3 Stück. Das ist dann auch nicht mehr so ganz das Problem. Obwohl ich zuerst einmal die Steine holen werde. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Und Nummer 4. Und jetzt reiten wir noch Richtung Regenbogen. Dann halt nicht. So, schaffe ich das jetzt auch hier lang? Was ist denn dieser... Ach, da drüben ist die Stelle. Na gut, die hätte ich auch gleich nehmen können. Habe ich gerade noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der Regenbogen noch da ist, wenn ihr das seht. Ich denke mal, bald kommt dann das Osterevent. Da freue ich mich dann auch schon wahnsinnig drauf, dann das dann auch endlich mal mitzumachen. Weil das habe ich noch nie erlebt. So. Okay, bleibt dann bei 7 Stück. Aber man kann nicht das Doppelte dann verkaufen. Das bringt mal ein bisschen Jorvik-Schlinge. Und die kann man sich an sich ja auch immer gebrauchen. Sehr schön, mal wieder 10 Stück. So, hier ist noch ein Häufchen. Ich versuche jetzt einfach so viel wie möglich einzusammeln. Ich habe jetzt kein Interesse mehr, das dann schon zu geben. Das kann ich dann einfach mal so nebenbei machen. So und so. Haben wir es doch. Sehr schön, dann wieder rauf aus Fettchen. Und dann können wir mal gucken, wo das nächste. Ach, da hinten ist es schon. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nicht mehr so weit runterspringen wie vom Urpferd. Sind die eigentlich beim jeden Mal am gleichen Platz? Oder müsste ich mir das eigentlich noch merken? Müsste ich jedes Mal panisch rumreiten? Dort hinten ist, glaube ich, noch was. Und müsste keine Angst haben, dass ich nicht alle finde. Auch wenn man den Gold wirklich sehr gut hinkommt. Obwohl ich es besser finden würde, wenn man jedes Stück nur einmal erhalten würde und dann vielleicht so ein bisschen Pferdefutter. Das finde ich immer ganz praktisch. Ich fand das beim Weihnachtsfest ganz toll, dass man so viel Pferdefutter bekommen hat. Ich habe einen richtig guten Jahresvorrat dafür bekommen. Ich meine, jetzt ist schon März, fast April. Und ich bin auch super dabei. Und habe noch so viele Vorräte an Futter, dass ich dafür gar kein Geld mehr ausgeben muss. Ist schon sehr praktisch. So.
Ich weiß noch gar nicht, was wir beim nächsten Mal da machen. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie noch irgendwo ein bisschen Ruf voll bekomme. Aber ich denke mal, in Dino-Teil sieht das eher ein bisschen schwierig aus mit dem Ruf. Weil da ich ja wirklich noch ziemlich weit am Anfang bin. Aber vielleicht schaffe ich es ja, irgendwo bei der Familie in Jalaheim dort hinten was hinzubekommen. Mal sehen, wenn nicht, dann müssen wir nach Jorvik City gehen. Und dort die Quest machen. Weil was anderes haben wir an sich gar nicht mehr. Klar, ich hätte noch diese eine Rufquest beim Einsiedler, die müsste ich vielleicht auch mal angehen. Aber ansonsten hätten wir noch Spirit und das war's dann auch schon, ne? Die ganzen Quests noch in Jorvik City. Die ich eigentlich noch ein bisschen nach hinten verschieben wollte. Na gut, dann muss ich die dann halt ein bisschen nach vorne ziehen. Aber erstmal sehen. Ah, es sind so noch 2 Minuten. Mal gucken, wie viel ich noch hinbekomme. Wie viele sind 3 Stück so noch da? Gut, dann noch 2 nach denen hier. Mal gucken, wo die da noch sind. Alle werde ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr finden. Schade. So, ich gehe nochmal dort hinten hingucken. Da war ich ja noch nicht. Genau, hier ist noch einer. Dann ist es ja an sich noch einer, den ich ja wahrscheinlich nicht mehr finden werde, weil zeittechnisch wird es ein bisschen knapp. Ah, den schaffe ich auf jeden Fall noch. Ah, das war jetzt dämlich. Egal. 5 Stück sind auch okay. Wie gesagt, ich habe sowieso schon gefühlt alles 3-mal gehabt. So, von hier oben hat man doch an sich eine ganz gute Aussicht, oder? Oh, perfekt. Jetzt doch. 30 Sekunden. Immerhin habe ich alles gefunden. Und jetzt ist der Regenbogen aber auch bald futschi. In ein paar Sekunden. Mal sehen. Ich will mal gucken, wie er verschwindet. 3, 2, 1 und... Oh, einfach weg. Okay. Nein, da gehen wir jetzt nicht runter, weil das wird Aua geben. Wir gehen hier runter. Das wird auch Aua. Ah nein, es gibt keine Aua. Okay, gut. Weil wir geben jetzt auch schnell das dort oben wieder ab und sagen, hey, wir haben Steine und dann sind wir alle sehr glücklich. Entschuldigung, Fettchen. Gut, das heißt, ich muss jetzt in nächster Zeit, aber das passt perfekt, weil ich habe auch Ferien. Das heißt, ich kann Ruf sammeln fleißig. Vielleicht auch mal im Stream mit euch gemeinsam ein bisschen. Da gibt sich bestimmt meine Zeit. An denen ich ein bisschen SSO-Oma streamen kann. Ich meine, ich habe jetzt Pferde noch zu leveln. Ich meine, hier gerade mal Frost Beauty. Da muss ich. Da können wir auch perfekt im Dino-Teil ein bisschen Ruf sammeln gehen. Dann muss ich sowieso noch Creamberry, Caramel Beauty und Rainbow Cake leveln. Ich glaube, die anderen müssten an Level 50 sein, aber die 4 Pferdchen muss ich jetzt auf jeden Fall noch leveln. Ah, das kriegen wir alles hin. Wie gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig auf das Oster-Event. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Ich denke, das sollte mich auch eine Zeit lang beschäftigen. Obwohl, ich weiß gar nicht, was kommt denn Ostern eigentlich mal rein? Ich habe Ostern noch nie mitgemacht. Ist das nur eine Eiersuche, wo man dann ein bisschen nach Eiern suchen geht? Ich meine, das kann man ja auch ganz gut im Stream machen, rein theoretisch. Und nebenbei ein bisschen Ruf sammeln. Oder kommen dann ganz spezielle Quests rein? Da habe ich mir das eigentlich noch nie so genau angeguckt, das Oster-Event. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Komm hier. Nee, ich glaube, ich muss wirklich hier rumreiten. Anders komme ich dort nicht hin, oder? Ah doch, ich hätte, glaube ich, hinten rum, oder? Ach, keine Ahnung. Ich halte jetzt einfach hier lang. Ach genau, ein Haustier brauchen wir dann auch noch. Nein, da kann ich dann mal gucken. Vielleicht gibt es zu Ostern mal wieder ein paar neue Starcoins. Rapcodes. Das wäre schön. Und dann könnt ihr mir auch einen Fuchs kaufen. So, Pion. Mal schauen. Die sind perfekt. Ich werde gleich mit den Damm reparieren und das Wasser reinlassen. Reithöhle und Schaulache. Oh, schön. Sehr, sehr schick. Doch. So, an dieser Stelle würde ich mich jetzt aber erst einmal wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu einer neuen Folge wieder, wenn du Lust hast. Und ja, bis dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao.